Es geht dann nämlich genau da weiter, wo Blood Omen 2 aufgehört hat. Bloß spielen wir Raziel. Und bloß was ein bisschen doof ist, ist die Kamera. Aber die können wir, indem wir kurz so in die Ich-Perspektive wechseln. Nein, bitte, 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 bitte. Ja. Können wir die Kamera gut ausrichten. Also so, zack. Oha, bitte, bitte, bitte. Ja. Ja. Perfekt. Tada. Also einen ziemlich offensichtlichen Weg, den wir hier, ja, vor uns haben. Ah, und wir sind eigentlich, wenn ich ehrlich sein bin, sind wir schon gleich in der Kampfarena von Duma. Wir sind gleich bei ihm. Und ihn zu genau. Ihn zu besiegen wird nicht wirklich ein Zuckerschlecken sein. Ich habe ihn als hinterhältig, gemein und ziemlich stark in Erinnerung. So. Weil wir müssen dann hier hoch. Dann müssen wir hier und dann müssen wir zu dem Obelisken. Das Problem nur dabei sein wird, uns helfen nicht die Glyphenmagien. Uns hilft auch nicht der Soul Reaver. Ganz zu schweigen vom Fire Reaver. Oh. Oh, ich habe Energieverlust bekommen. Egal. Brenn. Na, so. Ich muss eh gleich in die Spektralwelt wechseln. Huch. Ach so, weil ich muss hier hoch. Dann muss ich hier hoch. Aber so komme ich nicht drüber. Nein! Oh, Mann! Genau das meine ich mit der Kamerasteuerung. Genauso wenig, wie wir hier hochkommen. Deswegen... Hup! Und schwupp. So. Schwupp. Und schwupp. Perfekt. So. Mit einem schönen Sprung und mit einem schönen Flug. Hier rein. Und jetzt. Oh, Leute, ich habe Gänsehaut. Wir betreten jetzt Domas Arena. Mein Bruder Duma, zu Lebzeiten ein mächtiger Krieger. Dass ich ihn hier fand wie ein aufgespießtes Schwein, hätte er als entsetzliche Schmach empfunden. Ja, das ist Duma. Und da steht Duma. Kommst du, um meine Seele zu retten, mein verlorener Bruder? Nicht um sie zu retten, sondern um sie dir zu nehmen. Nur die Befreiung wird dich retten. So, am besten weg von hier. So. Aber ich muss ehrlich sagen, ein schöner Palast. Ja.
Ja. So. Hoch. Nein. Und der letzte Spieß noch. Hallo. So. Endlich entfesselt. Ich danke dir, Bruder. Dein Dank kommt zu früh, Duma. Ich habe nicht vergessen, wessen Hände mich in den Abgrund warfen. Die Jahrhunderte in der Vorhölle haben mich stark gemacht. Nicht einmal Kain ist mir ebenbürtig. Auch der stärkste Vampir ist verwundbar. Wir sollten diesen Gedanken prüfen, Raziel. Was früher Blutdurst war, ist nun ein dunkleres Verlangen. Deine Seele wird mir gehören, bevor der Tag zur Neige geht. Oh ja. Na komm. Ja, wir können ihn nicht besiegen. Selbst... Nein! 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 Nicht! Nicht! Oh. Nicht mal der Soul Reaver kann ihm was anhaben. Nimm die Waffe jetzt mal mit. Was müssen wir also machen? Wir müssen Duma durch seinen ganzen Clan zu einer ganz bestimmten Stelle hinführen. Entfernen wir uns etwas zu weit von ihm, dann ja, kommt er auf uns zugerannt. So, komm. Diesmal lobe ich hier die Kamerasteuerung. Die brauche ich hier. So, dann müssen wir hier lang. Nein! Das ist nämlich seine Gabe. Er kann uns betäuben. Er darf nur nicht den Kreis vollenden, weil das zieht uns ordentlich Lebensenergie ab. Und er selber macht auch höllischen Schaden. Also zweimal getroffen und gleich so ein Energieabzug, das ist ein bisschen gemein. So, komm, hier lang. Nein! Nein! Stellt das Band unterbrechen. Weil ansonsten saugt er uns die ganze Lebensenergie ab. Nein! Ey, komm du mal, das ist nicht ernst. Das ist nicht wahr. So. Na, wisst ihr, wohin ich will? Also bei Seophon hat es sehr gut geklappt. Bin gespannt, ob es auch bei Duma gut klappt. Wow, das war knapp. So, und tschüss. Nein, das habe ich völlig vergessen. Wenn wir uns zu weit von ihm entfernen, lässt eine Erdbebenstampfattacke los. Wo ist denn der?
Nein! Komm hier runter! Oh nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Bleib da. Bitte, bitte, bitte. Doma Seele. Das Opfer wird angenommen. Nachdem du Doma Seele verzehrt hast, kannst du ein Band aus spektraler Energie um deine Feinde winden. Diese Energie manifestiert sich auf der spektralen und auf der materiellen Ebene. Und in der körperlichen Welt lassen sich damit Gegenstände bewegen, die du sonst nicht von der Stelle brächtest. Oh ja. Burn, Baby, burn. Geschafft. So. Und jetzt holen wir uns Domas Clan die 100%. Man sieht es leider nicht. Man kann nur die Sachen einsammeln. Und dazu müssen wir jetzt zurück zu Domas Arena. Beziehungsweise... ja. Sollten dorthin. Weil dort in der Nähe geht es nämlich weiter. Und zwar hier. Objekt umkreiseln, fesseln bzw. drehen. Wir haben da eine Tür und wir haben dort eine Tür. So. Perfekt. Och ja. So, zack und zack. Okay, hier gab es schon mal nichts. Außer nur eine Feuerstelle, um den Reaver zu schmieden. Oder? Nee, eine riesige Wand, Lawine. Nee. Gott. Ach, da geht's auch noch weiter. Ich glaube, die Statue hier soll Duma darstellen. Als zu Lebzeiten großer Krieger. Perfekt. Die Stelle sieht mir böse aus. Oh, ja! Boah, ich wusste doch, dass hier doch etwas war. Turelims. So, noch zwei Materien, dann haben wir's. Eine wüsste ich noch, wo sie ist. Aber wo die letzte sein soll, ho, 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 ho. Das ist eine gute Frage.